Schneeschuhwandern. Ein Sport, bei dem man nicht nur sehr viel Kalorien verbrennt, sondern der auch gleich schonend für die Gelenke, gut für den Rücken, gut für die Atmung und auch gut für die Venen ist. Also praktisch für den ganzen Körper. Und das Beste daran, bei uns im Mostviertel gibt es jede Menge Möglichkeiten dafür. Zum Beispiel auf der Forstalm. Hier treffen wir heute Michael vom Intersport Winninger am Stetten. Er wird mit uns die Winninger Route gehen. Wir sind jetzt aktuell hier bei der Forsterauhütte und würden eben diesen Weg gehen. Das heißt eben Aufstieg Richtung Lenaeck auf 1020 Meter, perfekten Wetter. Und hätte ich gesagt, würden wir dann gleich starten. Neben Sonnenbrille und Handschuhen rät Michael außerdem, einen kleinen Rucksack mitzunehmen. Durch das, dass wir nur eine kleine Route gehen, eben bis zu 400 Höhenmeter, hätte ich jetzt einmal einen kleinen Rucksack mitgenommen. Wichtig auch eine sehr elastische Hose, die was wirklich sehr, sehr bequem und komfortabel ist, die dich nicht einschränkt in der Bewegung. Ja, und auch im Zuge dessen dann nur optimales Gewand, das was wir noch ausziehen könnten. Und dann werden auch schon die Schneeschuhe angezogen. Wichtig ist hier die richtige Größe und ein perfekter Halt. Dazu am besten direkt vom Profi im Geschäft beraten und einmal vorzeigen lassen. Michael hat aber noch einen coolen Tipp für höhere Lagen. Wenn es dann ein bisschen steiler wird, kannst du hier diesen Aufstieg genauso aktivieren. Wenn du jetzt draufsteigst, siehst du, dass du im Aufstiegsmodus einfach ein bisschen eine Kontrolle hast. Das kann ich dann wieder so nach hinten fallen lassen und schließen. Zum Schluss gibt es noch Stöcke. Die richtige Formel hierfür, die Körpergröße mal 0,7. Das wäre die perfekte Stocklänge beim Schneeschuhwandern. Und schon geht's los. Beim Schneeschuh sollte man halt einfach schauen, dass man die Bewegung ähnlich wie beim Nordic Walken führt. Sprich, der linke Fuß soll nach vorne gehen. Ich soll den einfach ein bisschen im Schnee lassen. Also ich kann immer ruhig ein bisschen schieben. Grundsätzlich bewege ich auch meine Hände immer parallel dagegen zu. Das heißt, wenn ich jetzt den linken Fuß eben nehme, stelle ich den rechten Stock schon nach vorne. Und so gehe ich eigentlich immer ganz gemütlich dahin, in einem gleichmäßigen Tempo. Und dann ist das sehr bequem. Die Route hier auf der Forstalm ist perfekt für Schneeschuh-Einsteiger. Das ist in der Nähe von Weidhofen, eine halbe Stunde von Amstetten entfernt, also für uns Amstettner exzellent von der Erreichbarkeit. Sehr bequeme und angenehme Route. Also wir haben um die 400 Höhenmeter zu absolvieren. Es ist für jedermann gedacht, also sowohl auch für Einsteiger als auch sportliche Tourengeher. Equipment kann man in fast allen Skigebieten ausbauen. So zum Beispiel auch auf der Forstalm. Beim Intersport Winninger in Amstetten erfahren wir jetzt, worauf man achten sollte, wenn man sich eine eigene Ausrüstung zulegen möchte. Da gibt es ja drei verschiedene Größen. Sprich, es gibt für Kinder gibt's eigene Schneeschuhe, es gibt für Damen eigene Schneeschuhe und aber auch genauso für Männer. Das Wertvollste beim Schneeschuhwandern, man hat einen Schuh, den man im Gelände wirklich in alle Richtungen biegen kann, die wirklich sehr elastisch sind, wenn man so im freien Gelände unterwegs. Und was auch sehr wertvoll ist, wenn ich natürlich Handschuhe auch noch habe, weil es ein bisschen kälter wird, kann ich natürlich da das auch genauso so bedienen. Das ist mit Boa ausgestattet, grundsätzlich ein sehr leichtes Bedienelement, wo ich einfach so drücken brauche und das dann so komplett zudrehen kann. Dann ist einmal der Schuh geschlossen und dann kann ich grundsätzlich eigentlich so marschieren. Bei einer intensiven Stunde können wir damit 1000 Kalorien verbrennen. Ein gesunder, konditionsfördernder Sport, der sich mit wenig Aufwand ausüben lässt. Und das Beste, es gibt so viele schöne Möglichkeiten dafür bei uns im Mostviertel.